dieses Let's Play ist nichts für schwache Nerven. Denn die Gameplayerin fährt Autorennen. Und Motorradrennen. Und Bootsrennen. Und Flugrennen. Ich lose ab, ich fluche, ich jubel, ich gewinne. Manchmal bin ich extrem schlecht, manchmal gut. Aber ich habe Spaß dabei. Ich hoffe, ihr auch. Jetzt werde ich aber auch sagen können, dass ich jetzt mal eben anmachen. Rechts oder links? Ich habe jetzt nichts gesehen. Du hättest jetzt direkt um die Ecke. Ja, geil, ich kann nicht mehr fahren. Ja, super. Dein Controller aus? Jetzt? Ja, was ist das denn? Aua, das war mein Auto. Was ist das für eine scheiß Strecke jetzt, dass es Nachtlicht ist? Nur rat mal, wenn ich vor mir hab. Ja. Ich wollte dich gerade wegkicken, bis ich gemerkt habe, dass du das bist. Oh fuck, oh fuck. Ganz ehrlich, ich bin noch nie im Nebel gefahren. Wieso fahren wir jetzt im Nebel in deiner Nacht? Ja, weil die es für dich ein bisschen schwieriger haben wollen. Vielleicht ist das ja wirklich, weil... Ah, Mann! Weil du das schon gefahren bist oder so. Nee. Dass du es ein bisschen schwieriger haben sollst, keine Ahnung. Ja, du kennst ja den Einstieg nicht. Boah, was soll die Fackeln? Da siehst du überhaupt nichts mit. Was ist das für eine Scheiße? Das hat mich jetzt zwei Ringe gekostet mit den scheiß Fackeln. Zur Fackel? Ja, wo ich gerade durchgefahren bin irgendwie. Ist die Fackel? Ja, die waren. Sonst sind ja diese blauen Teile, die dich so blenden an der Seite. Und da waren jetzt so richtige Fackeln. Ach da, ja. Damit du diese Einfahrt da kriegst. Ja, aber ich sehe nichts wegen dem ganzen blauen Zeug schon. Und wenn dann noch die Fackeln mich zusätzlich blenden, ey, ich sehe gerade gar nichts von der Strecke. Ich kann mich nur so einigermaßen an das Blau-Weiß hier orientieren. Das explodiert mein Auspuff eigentlich immer, obwohl ich den gar nicht benutze. Dein Auspuff explodiert? Ja, der macht so puff. Das ist eine Fehlzündung, wenn du schaltest. Ich schalte ja gar nicht. Ja, das macht er ja selber. Wenn du jetzt, sag mal, du bremst kurz an, dann knallt es einfach kurz. Das ist dann ein Runterschalten. Ich schalte dich runter. Und nee, meistens beim Gas geht's. Aua! Siehst du, das Ding habe ich jetzt auch nicht gesehen wegen diesem Scheißlicht hier. Solltest du doch meinen, wenn du das erste Mal auf der Stufe hier drauf bist, dass du dann vernünftige Dings hier bekommst. Warum die so eine Kacke einstellen, verstehe ich nicht. Keine Ahnung. Aber was mir auffällt, bei dem Rennen ist der Spot ja gar nicht dabei. Oh. Ja, ich habe gedacht, du meintest, ob ich das jetzt gewonnen habe gegen den einen hier. Weil ich im Moment nicht mehr lange noch Platz 4 bin. Ich bin jetzt in der Zone. Ich auch, aber eine Runde davor. Nein! Ja, Arschlöcher!
schade, dass du dann bei mir nicht zugucken kannst. Ja, das finde ich auch scheiße. Das wäre gut gewesen. Ja, das haben sie nicht bei GTA so gehabt, weil ich, dass du dann... Zweiter! Das war die Ziellinie! Oh. Hä, du bist doch Zweiter geworden? Leck mich! Ach, jetzt kann ich wieder nicht reinfahren, weil wieder so eine dämische Zwischensequenz hier kommt. Ja, dann machst du B drücken. Du musst B drücken, dann kommst du sofort hin. Ja, wir haben da keine Dings, dann musst du einfach B drücken. Weil manche machen den auch Regen ohne Ende. Aua, aua, aua. Was war das denn? Ja, ich wollte dich nicht treffen, dann bin ich ausgewichen bei einer Leitplanke. Also kurzfristig. Schlimme ist ja, wenn du dich selber unter Druck setzt. Bei mir ist es jetzt beispielsweise so, ich nehme das ja mit auf und ich habe ja quasi nur diesen einen Versuch. Entweder ist der total scheiße oder der ist gut, weißt du? Und du kennst mich. Als Perfektionistin versuchst du oder versuche ich ja immer, dann auch das Beste wirklich rauszuholen. Ja. Ich meine, ganz ehrlich, da werden wahrscheinlich dann viele nachher zu Hause von Rechner oder vom Handy oder was weiß ich was sitzen und sagen, oh, bei der Übermotorisierung ist ja klar, dass sie dann vorne liegt oder so. Aber es ist trotzdem, finde ich persönlich, immer noch irgendwo schwer, so ein Auto zu handeln. Gerade jetzt hier mit dem Scheißen noch nassen Fläche und alles. Also ich muss jetzt deutlich viel, deutlich mehr bremsen, sauberer fahren, als es wo das Auto noch nicht so schnell war, der Fall war. Da war es einfach, da hast du immer Vollgas gegeben und irgendwie ging das. Das ging auch um die Kurven. Ich meine, hier ist, man darf das auch nicht mit dem richtigen Rennsport hier. Das ist dann halt, die Physik ist nicht so, wie normal im Rennsport ist. Da ist einfach zu viel Arkade drin halt hier. Ne? Also auch dieses dagegen die Button betschen und dann fährst du einfach so weiter halt. Ne? Ja, gut, ich meine, wie wollen die das sonst machen? Ne? Sonst ist das Spiel ja irgendwie auch scheiße. Wenn du dann die ganze Zeit hängen bleibst, nicht mehr weiter. Das war auch nicht deren Anspruch. Das sollte ja keine Racing-Simulation sein in dem Sinne. Das war ja als MMO gedacht, also so als Open-World-Arcade-Game halt, ne? Deshalb ja auch mit den vielen Klassen da drin, das ist genauso... Oh, fuck. Komm. Ach, scheiße, was zwei Klassen drin. Ich kann nicht mehr drauf sagen, das ist ja normal. Danke. Das heißt, wenn das jetzt schwieriger ist, könnte ich nicht mehr Zweiter sein. Doch, doch, nein, aber ich habe gar nicht dran gedacht zu gucken überhaupt. Menno. Boah. Die haben halt einen ganz anderen Reflex als wir, ne? Das ist ja, irgendwie... Das ist abartig, was die für Reflexe haben. Also auch heute noch, ich meine, die ist hier, die hat jetzt Dings gespielt, die hat ja Fortnite gespielt dann später, ne? Und das war die ersten, weiß ich nicht, 7, 8 Runden ist die ständig Erster geworden. Ja. Kamen sie mal an, guck mal, Mama, ich habe wieder alle gekillt und guck mal, ich bin Erster und was weiß ich was. Gut, mittlerweile gleicht sich das so ein bisschen aus, weil da halt auch viele bei sind, die halt jetzt richtig gut auch sind, ne? Aber das ist echt abartig. Ich habe versucht, die hinteren ein bisschen wegzuschieben. Habe ich gemerkt. Aber Rachel ist noch hinter dir her, aber nicht so extrem. Ja, das Problem ist ja, ich will jetzt nicht in dich reindonnern, gerade beim Starten. Weißt du? Nein! Nein, wir sind eine Stufe höher. Fahr! Gib
dazu. Eben habe ich mir noch zwischendurch gedacht, naja, die sind nicht so gut motorisiert wie du. Kannst du mal rausfliegen, holst du wieder ein und so. Aber jetzt muss ich echt diese scheiß nasse Straße. Eben hatten wir keine nasse, kann das sein? So. Auch nass? Ja. Dann habe ich es nicht so gemerkt, weil ich halt nicht ganz so extrem gefahren bin eben. Aber das Bremsen unbedingt anders einstellen. Also der Hannes hat zwar gesagt, ich soll das auf 3, war das glaube ich, einstellen. Dann habe ich schon eins weniger eingestellt, als er gesagt hat, weil ich halt mehr bremsen muss, also härter bremsen muss. Und ich finde es aber immer noch zu lasch. Weil wenn ich mal bremse, titsche ich die Bremse im Endeffekt in erster Linie nur an. Ja, ja, ich bremse auch nur an, immer. Also ich halte die nicht lang, oder wenn du die lang hältst, gehen ja die Räder auf, das sehe ich schon, selbst für der ABS. Ich meistens bremse ich an und dann, also Gas weg natürlich, also ich gebe kein Gas mehr in der Kurve jetzt, ne? Und roll so durch, sei denn ich brauche, ich habe zu stark gebremst, dann gebe ich wieder ein bisschen Gas dazu, aber das sind halt so Sachen, da muss jeder für sich selber irgendwie sehen, ja. Ja, aber das sind so Sachen, finde ich persönlich, ich habe jetzt keine Ahnung, wie lange nicht mehr gespielt, also Autorennen. Ich habe es wahnsinnig geliebt irgendwo, also hier so Gran Turismo oder so. Das hat nicht gereicht. Ich habe es wahnsinnig, geliebt, aber habe es halt sehr, sehr lange nicht mehr gespielt. Und ich habe auch das Feeling überhaupt nicht mehr für den Controller und alles gehabt die ganze Zeit. Und das schaffe ich noch, das schaffe ich noch, das schaffe ich noch. Yes. Das schaffst du, ja. Hallo, Scheiße, du sollst bremsen. Das war so knapp, ey. Gott, ich werde so abkotzen jetzt. Es geht gleich mit der Rampe los. Achtung jetzt mal, ne? Du musst dir selbst auch nicht zu viel Nitro. Steile Kurve, steile Kurve, weg da! Steile Kurve, steile Kurve. Ja, und dann laufen die einen ja mal so blöd vor die Füße. Auto, bist du dermaßen weit vor mir? Ich fahre dein Auto. Gleich wird die ganze Zeit gefahren. Aber ich nicht in der Luft rein. Scheiße! Strecke verlassen. Warum? Weil ich eine Abkürzung anscheinend gesprungen bin. Keine Ahnung. Ich habe gedacht, ich muss da rum. Ja, so quer nach links irgendwie. Ja, ja, das ist ja auch richtig. Aber du kannst da durchs Feld fahren, da kannst du den Checkpoint nehmen oder du fährst auf die Strecke wieder. Das ist halt, ich hab noch nicht richtig rausgefunden, was jetzt der schnellste Weg da ist. Also muss ja das mal angucken, ob ich das jetzt richtig mache hier mit dem Nitro, weiß ich noch. Also macht der in der Luft und schottert der dann so, wenn der... Das war jetzt gerade ein geiler Sprung. Rausfliegen. Ja, er stottert so ein bisschen, ja.
Ja, man kann durch die Sprünge durchfliegen, ne? Durch die Dinger hier. Ja, ja. Oh, fuck. Ich kriege hier wieder so einen nervösen Finger. Das ist so scheiße. Weil ich dann zu schnell fahre irgendwie. Keine Ahnung. Wir können morgen auf jeden Fall nochmal ein bisschen schön Geld fahren. Aber ich muss ja für das nächste Bundle. Dafür brauche ich auch Geld, weil ich mir einen scheiß Formel anholen muss. Ach, das war... Yes! Oh, hi! Aua. Hi! Und wie fandst du die Strecke jetzt? Oh! Der letzte Crash hat es aber in sich gehabt. Warum? Guck dir lieber nicht mein Auto von der anderen Seite an. Sie hört das ja auch gar nicht so laut mit dem Mikro. Oh, bei mir laufen Leute über die Straße. Geht weg! Ich hab dich über... Scheiße! Scheiße! Das war zu viel! Du darfst es nicht übertreiben! Mann, jetzt war ich so happy, dass ich dich mal überholt hab, weißt du? Ja, das hab ich gemerkt. Du bist im Flug an mir vorbeigeflogen. Aber die sind gerade auch nicht auf der Rennstrecke irgendwie. Nee, die fahren auch überall her. Bremst dich nicht durch die Leitplanke ab, Mann. Das war jetzt gerade nicht so cool, dass dann auf zwei Rädern. Mann, ich sehe nichts mit dieser scheiß Perspektive mit dem Licht, ne, mit der Sonne. Ja, ja geil, und deswegen fliege ich jetzt ab. Super, weil ich die Strecke nicht sehe. Du bist weiter. Ass. Das heißt, du willst das Ass gewinnen. Wenn ich mit der Strecke jetzt hier nicht gerade abfliege. Also auch am Ende wird es nochmal so eine Kurve kommt, dann immer ziemlich stark, dann muss man aufpassen. Oh. Ja, geil. Oh.